Warum, sagte Isais Sohn, ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen? Hier geht es um die Erfüllung der Prophetie aus 1. Mose 3, Vers 15. David wusste, dass er der Same der Frau war. Es war ihm bestimmt, den Kopf der Schlange siegreich zu vereinnahmen. Er kannte das prophetische Wort und vertraute darauf, dass es irdisch wahrnehmbar verwirklicht werden würde. Zuvor musste er jedoch den Kopf der Goliath-Schlange zerschmettern, wovon in 1. Samuel 17 in den Versen 48 bis 51 geschrieben steht. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, und der Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Was im Wort Gottes nicht geschrieben steht, aber sehr wahrscheinlich geschah, war, dass David den abgeschlagenen Kopf Goliaths an dessen Haaren hochhielt und ihn allen Zuschauern als ein Zeichen seines Triumphes zeigte. Sein Triumph war der Startschuss für den Kampf Israels gegen die Philister, sodass letztere besiegt und ausgeplündert werden konnten.